Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15 mit mir, dem Shadowx. YouTube, da machen wir mal weiter. Tja, wie soll das auch sonst sein? Genau. So, wir müssen hier wieder mal ein paar Klunker zusammensammeln für den lieben Dino. So, und das wahrscheinlich jetzt gleich in so einer Dungeon oder sowas. Ich habe keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Kommt drauf an, wo wir hier ankommen. Echt angenehm hier. Mir ist nach einem Nickerchen. Was ist das für ein Gebäude? Ich frage mich, wann es wohl erbaut wurde. Küstenmarktturm. Ist wohl eher von wem? Okay, Moment, das können wir ganz easy machen. Danke. Drücken wir hier auf den Button. So, und hier sind wir dann auch. Bis bald, Kleiner. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das läuft. Mit den Kämpfen, mit meinen neuen tollen Tastatureinstellungen. Komme ich wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht mit klar. Oh Mann, ich befürchte gerade, dass ich jetzt gleich überhaupt nicht damit klarkomme. Wirklich nicht, dass ich mich jetzt voll umgewöhnen muss. So, vielleicht machen wir das so, dass ich das doch einfach mal alles auf Standard zurücksetze. Draufgeschissen. Guck mal, wie tief das da. Spielen wir einfach so weiter. Man sieht den Boden nicht. Ich weiß nicht, es überkam mich jetzt gerade einfach so plötzlich, dass ich denke, oh, okay, weißt du was, das wird jetzt, das springt jetzt einfach den Rahmen, sich schon wieder an die Steuerung gewöhnen zu müssen. Das ist einfach ein zu großes Umdenken in dem Fall. So, wie ist denn das jetzt mit dem Turm hier? Wo komme ich denn jetzt hier gerade konkret weiter? Was wollt ihr von mir, Game, ha? Huh? So, hier sind überall irgendwelche Sackgassen, wo halt ständig irgendwelche Items dabei sind. Es ist ja nicht so, als ob ich das jetzt irgendwie schlecht finden würde, dass wir hier ein paar Items kriegen, aber ich stelle mir gerade einfach nur die Frage, wie soll ich denn jetzt, wo soll ich denn jetzt hier eigentlich konkret hin? Buch. Habe ich hier noch andere Möglichkeiten, andere Wege entlang zu gehen? Schien mir gerade nicht so. Eher begrenzt. Nee, das ist doch jetzt alles, was wir hier gesehen haben, oder? Ja, tatsächlich. Hä? So, jetzt muss ich aber erstmal eine Runde klarkommen. Muss ich hier von außen vielleicht ran? Nicht von innen? Weil hier komme ich doch sicherlich nicht weiter, oder? Bin mir gerade sehr sicher. Hm. Das fängt ja schon mal interessant an hier. Hier runterspringen kann ich auch nicht, also dann bleibt ja nicht mehr viel. Was soll ich machen? Aber ich kann doch nicht einfach. Ich muss doch hier irgendwas machen können. Das kann doch nicht sein, dass ich hier irgendwo außen rum muss, oder? Nein. Das ist einfach, das finde ich zu abwegig. Irgendwas habe ich jetzt gerade ganz Wichtiges übersehen. Also. Vielleicht nur bei Nacht? Was war denn die Aufgabe jetzt genau? Komisch. Das ist eine Stufe 55 Quest, by the way. Also eigentlich relativ hoch. Aber ich werde jetzt gerade nicht wirklich daraus schlau, wohin ich denn muss. Ich muss irgendwo nach unten auf jeden Fall. Regen. Regen? Bis jetzt sehe ich noch keinen Regen, aber wird gleich wahrscheinlich soweit sein. Jetzt regnet es tatsächlich, ja. Komisch. Das ist auf jeden Fall mehr als nur eine einfache, verlassene Ruine. Aber weit und breit kein Eingang zu sehen. Zumindest nicht für uns. Besucher sind wohl nicht erwünscht, was? Interessant. Hä? Irgendeine Bedingung wird es ja wohl geben, oder? Oder irgendeine Möglichkeit. Nicht für uns. Was soll das heißen? Komme ich hier tatsächlich nicht weiter? Okay, du kannst jetzt aufhören, ganz gegen irgendwelche Wände zu rennen, Nock. Das ist jetzt nicht von großer Hilfe, um ehrlich zu sein. Soll ich mal vielleicht tatsächlich auf Nacht warten? Vielleicht bringt es ja was. Aber dass man sich das hier selber erschließen muss, kann das wirklich sein? War jetzt hier vielleicht doch irgendwas in dem Raum? Irgendwas, was ich nicht gesehen habe?
Irgendwas, was man doch irgendwie anhitten kann? Irgendwo, wo man doch einfach durchlaufen kann? Kann ich mit euch quatschen? Ja, alles gut. Tja, ich hab keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich stehe gerade auf dem Schlauch, also... Aber wir hatten das ja letztes Mal auch schon mal, dass wir irgendwo auch nur reingehen konnten, als es halt eben Nacht war. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, was der Grund dafür war. Das war da, wo wir auch mit Pix und Wedge da mal in diesem Sumpf waren, haben diese einen komischen Tuse da. Hä? Ist das jetzt schon wieder so ein Fall? Fall der Fälle? So, da wartet noch unser Chocobo auf uns. So, gleich haben wir es 18. Und dann kann ich es vielleicht nochmal probieren, aber... Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, womit das jetzt konkret zusammenhängt. Und auch nicht, ob ich jetzt mir noch irgendwelche Infos einholen kann. Ist das möglich eventuell? Kann mir irgendjemand irgendwas dazu sagen? Warte mal, da hatten wir sogar so ein Zelt genau in der Nähe. Das heißt, es könnte sogar sehr, 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 sehr gut sein, dass wir das da halt ab 18 Uhr oder was auch immer reingehen können, wenn es halt eben Nacht ist, weil ein Refugium ist ganz in der Nähe von dieser Stelle und ich weiß nicht, ob das halt purer Zufall ist oder nicht. Ach, ich sehe es ja jetzt gleich. So, wenn man darauf warten muss, dass es 18 Uhr wird, dann dauert das ja sogar echt mal, ja, lange, ne? Ging es fast wahrscheinlich genauso schnell, einfach zum Refugium zu rennen und sagen, bis in die Nacht warten, Mann. Hey, pass auf, wo du hintrittst. Das ist natürlich ein etwas... was zur Hölle? Einzelteil des Ziels zertrümmern. Was geht denn jetzt ab? Jungs, hier gibt's was zu tun. Okay, wir probieren es aber mal aus. So, Einzelteile des Ziels zertrümmern. Ich weiß zwar nicht genau, wie das gemeint ist. Auf jeden Fall haben wir das Ding jetzt gleich hier platt. Weiter so, Nord. So muss das sein. Ja. Kann ich jetzt noch irgendwas machen oder war es das jetzt? Muss ich jetzt... Kann ich noch irgendwas? Nein, ne? Keine Ahnung, warum das jetzt so ist, meine Lieben. Ich check's jetzt gerade nicht, um ehrlich zu sein. Da hinten scheint noch irgendwo ein Gegner zu sein, auf der anderen Seite. Alter! Moment, vielleicht komme ich so besser zu ihm. Ja, da ist er ja. So, haben wir's geschafft? Nein, ne? Stimmt ja, du hast Insekten. Ich? Ja, ich kann sie nicht ausstehen. Ich auch nicht. Bäh. Ja, diesen Dialog kennen wir auch schon, haben wir auch schon ein paar Mal gehört. So, jetzt haben wir es auf jeden Fall 18 Uhr. Und das heißt noch nicht, dass es Nacht ist. Hä? Seit wann? Ich dachte, 18 Uhr ist in diesem Game immer Nacht gewesen. Doch, jetzt ab 19 oder 20 Uhr? Oh fuck, Leute. Ich also dann? Glaube, ich bin gerade einfach... voll nicht dabei, wie ich sehe. Ach komm, Spiel, wann wirst du denn jetzt Nacht? Mit 19 Uhr? Mit 20 Uhr? Ich weiß einfach nicht mehr. Aber höchstens 20 Uhr. Ich bin gerade voll irgendwie auch schockiert ein bisschen. Weiß nicht, ob ich von mir schockiert bin oder von dem Game. Sowohl als auch. Alter, wo ist denn das Refugium? Ich sehe es nicht. Da, da oben. Oh, jetzt bin ich schon wieder abgestiegen. Was ist mit mir los, Mann? So, bis zum Abendwarten. Es ist jetzt Nacht. Ja, es ist jetzt genau auf... Die Zeit wurde quasi jetzt auf 19 Uhr gestellt, wahrscheinlich. So.
Oder so gut wie. Fast 20. So. Ich hoffe, dass ich danach einfach das Ding öffnen kann. Oder da rein kann. Oder dass da irgendein Weg ist. Wie auch immer. Weil bis jetzt scheint das hier halt eher, ja, schlecht auszusehen. So, wenn wir da nicht reinkommen, dann weiß ich auch nicht. Dann kann ich eigentlich den Part schon wieder ausmachen, ey. Weil wir jetzt gleich 10 Minuten verblödelt haben. Oh, kann doch nicht sein. Ich sehe gerade übrigens hier gar nichts. So. Dungeon. So, alles klar. Bitte einmal absteigen. Danke. So. Braver Junge. Gucken wir, ist es immer noch zu früh oder geht's jetzt langsam? Oh, jetzt haben wir 20 Uhr. Eventuell haben wir jetzt gute Chancen. Bitte. Es hat auf jeden Fall bei Tag nicht so geleuchtet. Da konnte man das Rote nicht sehen. Da vorne, da leuchtet irgendwas. Jawohl. Es gibt also doch einen Eingang. Die Steine haben eine Treppe geformt. Nett von ihnen. Er scheint einfach nur ein bisschen lichtscheu zu sein. Los, Leute. Irgendwie finde ich das gerade sehr beruhigend, dass es jetzt geklappt hat. Alter. Lasst uns mal suchen. So, Gelatin machen wir fertig. Aber... Mit was für eine Waffe? Eventuell nehmen wir unseren Ring dazu. Wenn der immer noch so overpowered ist. Ja. Easy peasy, Alter. Wieso soll ich mit meinem Schwert kämpfen, wenn ich die alle so one-shotten kann? Jetzt mal ohne Flachs. Wir sind da runtergekommen. Und müssen jetzt hier weiter, oder? Wie alt mag das alles hier wohl sein? Schwer zu sagen. Die Substanz wirkt im Grunde genommen wie neu. Aber bei genauem Hinsehen atmen die Steine förmlich Geschichte. Also dann. Eigentlich kann mir nichts passieren. Ich one-hitte die fast damit, sozusagen. Mit unserem Ring. So gesehen. Und heil mich dabei auch noch so unverschämt. Also dieser Ring ist einfach nur overpowered. Genauso wie diese komische eine Magitech-Rüstung, die es in diesem Spiel gibt. Also das ist einfach der Wahnsinn. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen kann. Jetzt leg ich los. Übernimm dich bloß nicht. Ah, okay. Diese Teile hier, die gehen mal nicht direkt davon tot. Ah, okay. Das ist natürlich jetzt mal Überraschung. Ich glaube, die sind immun einfach gegen Tod, deswegen funktioniert das nicht. Ah, okay. Andererseits freut mich, dass es auch Gegner gibt, die sich davon nicht ins Wegklatschen lassen. Hä? Ich habe keine Heiltränke? Wie ist denn das passiert? Ach, weil ich zu viele Supertränke habe, oder was? Leg los, Bramto! Und Peng! Ich habe mich gar nicht wirklich zu diesen Geschehnissen, aus den kürzlichen Geschehnissen zu Final Fantasy 15 geäußert. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich halt, dass halt so eine lange Pause war zwischen dieser Aufnahme und der letzten halt eben, weil halt mein Urlaub dazwischen war. Ich bin gar nicht darauf eingegangen, sag ich mal, was storytechnisch hier passiert ist. Es ist natürlich auch einfach nur mega ultra krank da, was wir da überhaupt gesehen haben, was da überhaupt passiert ist. So. Das ist einfach wow. Aber wir werden die Welt schon retten, ganz klar. So, ich frage mich trotzdem, was jetzt 10 Jahre lang so, also dann gedauert hat, ob jetzt Noctis 10 Jahre geschlafen hat und das war's, oder was jetzt genau war. So, als erstes waren wir halt in diesem Kristall und danach, ja, waren wir halt eben bereit und irgendwie waren wir dann auch irgendwie auch weg und ja, ganz, ganz komische Sache auf jeden Fall. Aber ich denke mal, es klärt sich noch auf. Diese komischen Viecher, ne? Den kann man nicht zum Beispiel mit einem Ring beikommen, oder?
Oh doch, die kann man mit dem Ring einfach weghauen. Sehr beruhigend, sehr beruhigend. So, Noctis, bitte einmal ausweichen, klatschen, klatschen. So, wunderbar, das hat funktioniert. Weiter geht's. Ori Halke uns am Behalten, hey! So, wohin jetzt eigentlich runter? Überraschenderweise ja, oder auch nein, ich weiß gar nicht. Waren wir gerade nicht unten? Nein, wir waren gerade nicht unten. Wir sind jetzt frisch nach unten gekommen. Ja, okay. Gelatin, hallo. Kein Ding. Finde ich witzig. Zeit S. Technik S. Nee, Technik wahrscheinlich nicht S. Offensive S. Technik D. Ist halt nicht viel, was wir tun, ne? Ist halt nicht so eine große Vielfalt. So, wo ist es? Was will es? So, Gelatine. Was als nächstes? Was will als nächstes gebasht werden? Ach, die sind unten. Jetzt verstehe ich's. Da muss ich ja hier runtergehen. Hoppala, tut mir leid. Hab grad mal wieder lange Leitung. Der reinste Spaziergang. Hui! Hallo! Hallo, Schrapnell! Aua! Ist auch ein bisschen ungemütlich gerade jetzt. Hallo! Anvisieren! Und einmal kurz ein paar Mal hitten. Dankeschön! Ah, sehr, sehr beruhigend. So, fertig. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Gut, haben wir. Ach, wir müssen mal wieder ein bisschen Magie einsetzen. Sehe ich gerade. Macht hier wieder alles keinen Sinn. Was ist jetzt hier mit? Achso, hier muss ich lang. Oh, sorry. Das habe ich glatt verpasst. Diese komischen kleinen Drecksviecher. So, die gehen natürlich nicht so schnell wieder kaputt. Gut, da helfen wir einfach mit unserer Ultima-Klinge nach. Ganz klar. Stimmt, wir kritten ja jetzt eigentlich auch jedes Mal, wenn wir von vorne aus warpen, ne? Hatten wir ja, glaube ich, mal es gelernt auf unserem Brett. Ich glaube nicht, dass da was ist. Lasst uns weitergehen. Wie lautet der Plan? Frontalangriff. Okay, wieder diese Viecher. Das heißt, wir bringen uns gerade unbrauchbar. Oh, das bringt es ja richtig hier, einfach nur zu spammen. Machen wir einfach genug Schaden mit. Aber unser MP ist auch gleich hinüber. Technik D. Wie? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Durandal haben wir es erhalten sogar tatsächlich. Aha. Moment, ich wollte mal eben was checken. Und zwar, wenn wir ins Menü reingehen und bei Noctis drauf gehen. Oh. Okay, die ganzen Sachen interessieren mich eigentlich weniger. Eigentlich witzig, ne? Wenn man hier Squall-Outfit oder so verwenden würde, würde man halt, ja, um einiges mehr Schaden machen. Aber das ist ja so gesehen, ha, man könnte sagen, fast mogeln. Naja, da man ja hier ein Item verwendet, was halt nicht zum Spiel gehört und das die Werte halt eben drastisch erhöht. Ach, das wäre so schön eigentlich, aber ich passe. Ultima-Klinge, ich wollte eben mal gucken, ob Durandal besser ist. Nee. In der Tat, das ist es nicht. Ah, ist auch egal. So, gegen Sicher soll das aber super optimal sein. Vielleicht packen wir es da doch einfach mal rein. Augen auf! Und gucken einfach mal, wie viel Schaden das tatsächlich gegen Sicher macht. Lass das, Mann! So, runter muss ich nicht. Ich denke mal eher hier lang, oder? Wir kamen doch gar nicht von hier. Deswegen. Meine ich nämlich. Also ich sehe zwar, wo ich jetzt rein ziel technisch hingehen soll, aber
Stimmt doch unter anderem gar nicht, oder? Oh, WTF. Bitte einmal alle wegauen. Wunderbar. Was ist das hier? Passieren. Okay, jetzt kommt. Testen wir aber mal kurz diese Waffe hier. So, sind scheinbar keine sicher, oder? Oder doch? Weil das macht doch jetzt gerade gar nicht so viel Schaden. Ich würde lieber meine Ultima-Klinge verwenden. Ja. Hm. I don't know. Die ganze Zeit, hehe. Was ist los mit dir, Prompto? Stimme deine Base. Ja, nee, ist klar. Ich hab verstanden. So, ansonsten gibt es hier scheinbar nichts. Oh, hier kann man nochmal weiter runtergehen. Oh, wahrscheinlich ist das der richtige Ort. Hm? Ich glaube ja. So, wer will? Wer hat noch nicht? Was haben wir da für Gegner? Ah ja, okay. Kann ich hier gleich den Ring wieder zur Hand nehmen. So. Tschüss. Tschüss. Reicht eine Minute? Tschüss. Haha. Ach, dieser Ring, der hat auch schon auf jeden Fall positive Züge, muss man wirklich sagen. Das kann echt schon sehr, sehr, sehr angenehm sein. Vorwärts. Außer bei denen ist es natürlich nicht so optimal. Wow. Natürlich, wenn man im richtigen Moment dodgt, kann das immer noch sehr, sehr kritisch sein. Aua. Jetzt bin ich gleich sogar erledigt. Das wäre fatal. Oh. Keine Heiltränke, dann Supertrank. Ach, ich kann ja keine Warp-Angriffe machen, wenn ich den Ring equipped habe. Ah. Ein bisschen bin ich am Pennen hier gerade wieder. Oh, wo sind meine Mates überhaupt? Los, greift mal an hier. Was ist los mit euch? Ich bin doch gerade am Kämpfen. Exekutive! Hui! So, da kann ich ja gleich einfach ein Elixier hinterherhauen. Hast du jetzt gemacht oder nicht? Kommt wahrscheinlich gleich noch. Ach, wunderbar. So, bitte noch einmal. Das reicht mir nämlich nicht. Ah, jetzt sieht die Sache wieder ganz anders aus. Jetzt können wir weiterreden. Wieso kann ich keine Schalltechnik verwenden? Hä? SRG? Jetzt läuft Noctis auch noch automatisch. Irgendwo hin. Hallo. Weil dieses mit... Hä? Was ist hier los? Was habe ich jetzt gemacht? Noctis läuft hier gerade unendlich. Ich war eigentlich gerade dabei, eine Fähigkeit einzusetzen. Und zwar mit Prompto. Aber der Gegner ist ja jetzt gerade... verreckt. Weil... ja, weil er halt verreckt ist eben. Und jetzt hänge ich hier in diesen Screen fest. Und Noctis läuft hier endlich einfach gegen der Wand. Und ich kann nicht ins Menü und gar nichts machen. Und glaube, jetzt ist mein Game broken. Hallo? Kann ich jetzt irgendwas noch drücken, damit ich hier wieder rauskomme? I think we broke the game, Leute. Es geht einfach nichts mehr. Vielleicht schaffe ich es aber doch einfach, indem ich mich wieder in den Kampf rein katapultiere, um das Spiel wieder rauszuholen aus dieser Misere. Kann ja sein. Da. Und schon läuft Nock wieder davon. Okay, vielleicht schaffe ich es wirklich so, einfach hier in den Gegner reinzulaufen. Er flüchtet einfach eiskalt. Ey, man kann das Spiel wirklich...
breaken quasi. Ich find's echt unnormal, dass das geht. Jetzt ist das Game 100% broken. Gibt's doch nicht! Wie kann das passieren? Das, sowas darf nicht passieren! Oh, Mann. Ach, hör auf. Ja. Kann ich mich damit vielleicht ein bisschen befreien? Nicht ganz, aber vielleicht schaffe ich es trotzdem. Moment. So, sobald Nock das Ziel nicht mehr anvisiert, ist die Chance zum Lenken da. Weil dann verliert er den Fokus. Und dann kann ich wieder ein bisschen agieren, bis das Ziel wieder in der Nähe ist. Oh, theoretisch könnte ich mich so zum Ziel bewegen. Wenn ich gleich nochmal da reinkomme in diese Lage. Moment. Da, jetzt komm. Da, jetzt so muss ich drauf. So krieg ich's hin, Leute. So kann ich mich zu diesem Gegner hinter katapultieren. Jetzt muss ich das Ding nur besiegen. Dann komme ich wahrscheinlich aus dieser Endlosschleife raus, wo das Spiel automatisch ganz in eine Richtung lenkt. Prompto, Durchschuss, jetzt! Eventuell geht's sogar, wenn ich das jetzt schaffe zu triggern. Nee, ich bin immer noch drin in dieser Schleife. Oh mein Gott, PTF! Ich konnte die Aktion triggern. Heißt das, ich bin jetzt wieder frei? Lol, kann ich jetzt unendlich Durchschuss machen oder was ist hier los? Aber mir kommt gar kein Button hin. Alter, ist das Spiel gerade verbuggt. Oh mein Gott. Mach das Ding platt. Kann wieder Durchschusspunkte machen, ne? Den Dreh jetzt raus. Nee. Ja, ich auch. Ich glaube, das Game ist jetzt broken. Ich meine, echt? Weiß auch nicht warum. Alter, kann doch nicht sein. Kann ich mal aus das Game raustappen? Alt entfernen oder so? Geht nicht. Ist komplett broken einfach. Wie geht sowas? Oh, wow. Wie kann sowas passieren? Ziemlich geräumig. Ach, Menno. Dabei habe ich überhaupt keine Lust mehr zu laufen. Na, dann können wir ja hier zelten. Niemals. Aber dass ich nicht austappen kann, ist ja auch witzig, oder? Kann auch schon fast nicht mehr sein. Warte mal. Eventuell probiere ich einfach mal Controller rauszuplagen. Ach, nicht Controller dran. Oh, das könnte man auch probieren. Was ist nun? Einfach mal Tastatur rausplagen. Vielleicht hat die sich ja auch verpackt. Kann ja sein. Oh mein Gott, ist der PC heiß. Ich glaube, wenn dann ist das der hier. Oh nein, das ist der falsche. Ich ziehe den falschen Stecker raus. Egal, wird schon schief gehen. Ich steck mal den hier raus. Hallo? So, meine Tastatur hatte ich gerade rausgesteckt, wieder reingesteckt. Auf jeden Fall gehen wir da. So, und es hat nichts gebracht. War ja klar. Spiel ist halt eben gerade. Warum frag ich überhaupt? Schwing dich rüber. Ach, WTF, jetzt geht's wieder alles. Sag mir nicht. Hä, was war jetzt? Einfach alle platt machen. Ich verstehe einfach gar nichts.
Aber irgendwie ging es jetzt. Ich konnte jetzt wieder auf den Desktop gehen und wieder andere Aktionen machen. Keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Oder was das verursacht hatte. Oh mein Gott, und Yuyinbo hat uns einfach gerade weggeklatscht. So, bitte einmal heilen. So, Dankeschön. So, und Frau Yuyinbo müssen wir mal eben aufpassen. Vielleicht können wir die noch einfach mit unseren Ring gleich kaputt machen. Ich probiere es gleich einfach mal aus. Scheiße jetzt hier, Frick. Geht nicht? Oh, Yuyinbo können wir auch nicht so kaputt machen mit unserem Ring. Einfach so Facepalm-mäßig. Nicht Facepalm, ich meinte eigentlich Facepalm-mäßig. Oh mein Gott. Ich laber heute wirklich den größten Scheiß auf Erden, aber ist auch gar kein Thema, meine lieben Freunde. Ich mache jetzt gleich auch sofort, glaube ich, auch erstmal ein kleines Päuschen. Das ist nämlich eine Zumutung. So ein Trottel wie mich gerade. Ja, mich gerade zuzuschauen. Nee, jetzt ist aber langsam Schluss hier mit den Gegnern. Schön. Okay, wobei, bei denen ist es einfach. Wenn die mir auf den Keks gehen, kann ich die einfach mit meinem Ring wegklatschen. Ja, blockst mich einfach aus dem Leben, Mann. Wenn es dir danach besser geht, mach doch. So, Schnauze voll. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Du? Komm her. Wie viele von denen kommen denn noch? Weiter geht's. Jo. Platzmangel herrscht hier nicht. Allerdings. Ist hier endlich Endstation? Vielleicht gibt's... Hey, Noct, sieh mal! Also, doch noch nicht schlu... Hey, der Boden! Er hat sich bewegt! Hey, hey, muss das so sein? Was fragst du mich das? Ja, das muss wohl so. Macht euch mal nicht ins Hemd, ne? So. Und jetzt? Einfach passieren drücken, oder was? Ach, das Ding fährt noch weiter runter. Ja gut, okay. Bin ich ja mal gespannt. Hä? Was passiert denn jetzt? Ach so, das muss so. Ah, okay. Alles klar. Perfekt. So. Da sind wir gerade hergekommen. Jetzt nochmal hier passieren, oder wie? Wieso schleicht jetzt noch eigentlich die ganze Zeit hier durch die Gegend rum? Kannst du nicht mehr laufen, oder was? Wirklich? Schon wieder? Ihnen wird Hören und Sehen vergehen. Hier ist gerade irgendwie nichts mehr normal. Wenn ich das mal so sagen darf. Naja, ist klar. Teamlink-Angriff können wir streichen. So, passieren. Weiter geht's. Alter, das scheint ja noch ein bisschen länger hier zu dauern, bis wir hier durch sind. Und wir haben gar keinen Speicherpunkt dazwischen oder so. Irgendwas ist hier faul. Wenn der Boden sich in die Richtung bewegt. Geht's abwärts. Abwärts? Abwärts. Hilfe! Was haben die denn? Sind doch gerade auch schon mal einmal runtergefallen. Okay, alles klar. So, das sind hier irgendwie Billigpuddinge. So, die können wir ja ganz einfach mit unserem
Ring wegmachen. So. Also, Wolfram Arthur mit den Ringen zu bekämpfen, keine gute Sache. Eventuell dann mal wieder mit einer dickeren Waffe. So, wir haben allerdings gerade überhaupt gar keine Equip, das ist ein bisschen schade. So, Durandal, wir tauschen die einfach mal spontan gleich wieder aus gegen eine dickere Waffe. Schwert des Vaters. So. Huch, jetzt bekommen wir auch noch eine Erklärung, die ich gar nicht haben wollte. Aus Versehen sogar. Danke, ich werde dich nie wieder anklicken, hoffentlich. Lass dich von nichts aufhalten. Deckst du mir den Rücken? Natürlich. Ach komm. Take your weapon und mach Faxen. Shit, ey. Ich glaube, wir haben hier so ein ganz kleines Problem. So, aber auch nur ein bisschen. Trainierlanze, ja, klasse. Ich hätte mir lieber einfach was anderes reinpacken sollen, zwischen Donnerkeil oder so. Einfach was keine HP frisst. Ja, ihr seht auch schon, warum das so wichtig ist. So, Donner ist zwar jetzt nicht so ganz effektiv, wie wir hier sehen, aber alles in einem. Wenigstens bekommen wir keine HP abgezogen von unseren Angriffen. Hä, wieso bleibt das Menü die ganze Zeit schon wieder offen? Ich habe das Gefühl, dass wir gleich wieder in die gleiche Situation kommen wie vorhin. Ich weiß einfach nicht, was hier los ist. Wir werden zerdrückt von dem Wolfram Arthur. Oh nein, ey. Ich will nicht mehr. Lass mich in Ruhe. Das dauert mir zu lange. Huch, wahrscheinlich muss ich das Ding sogar einfach platt machen, wa? Na, Wolfram Arthur ist weg? Nee, leider nicht. Wie denn? Wo denn? Was denn? Muss ich den platt machen oder kann ich auch jetzt hier einfach hingehen? Hier steht ja nirgendwo dieser Passieren-Button. Oh. Dann sag mir nicht, ich muss ihn platt machen. Das scheint fast so. Na gut. Wenn es denn sein muss. Königswaffen. Hui. So, vielleicht können wir jetzt mal ein bisschen Schaden machen. Wer weiß. Könnte ja klappen. Team Link, come on. Team Link. So, wie war das nochmal? Einfach klicken, ne? Das ging ja eigentlich relativ einfach. Baboom. So, war ein ganz netter Team Link, muss ich wirklich sagen. Hat auf jeden Fall gerockt. Und ich weiß jetzt auch, wo ich hin muss. Schön, ne? Einfach hier drunter herkrabbeln. Bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Und dann hat sich die Sache eigentlich schon so gut wie erledigt. Hä? Ah, noch so ein Ding. Es gibt also mehr. Keine Chance. Hier brauchen wir wohl auch einen Schlüssel. Was? Gesagt als getan. Fragt sich nur, wo wir den finden. Yep. Sag mir nicht, ich finde jetzt hier erstmal keinen Schlüssel. Die Tür ist verriegelt. Ja, das ist mir klar.
Einen Moment. Wir können das Grab aber nicht verlassen, ne? Nee, warum? Oder doch? Vielleicht? Zurück zum Eingang. Doch, können wir theoretisch schon. Ich weiß nicht, ob wir die Mission so abschließen können. Vielleicht können wir es ja sogar tatsächlich. Vielleicht müssen wir ja gar nicht das hier machen. Einen Moment. Rein gar nichts. Doch, hier ist wieder so ein beweglicher Stein. Ich weiß nicht, also im Kampf vorhin gab es da hinten nichts, wo ich lang gegangen bin. Vielleicht müssen wir auch tatsächlich nach oben. Ich muss jetzt mal eben schauen. Ich bin einfach, hä? Ich bin gerade einfach richtig, hä? So, was ist das jetzt hier überhaupt? Da ist eine Dungeon in der Dungeon hier gerade im Moment, ne? Wie ich das richtig verstehe. Aber ich kann in diesem normalen Teil der Dungeon doch jetzt noch diesen Rosmarkt finden, oder nicht? Ey, wehe, wenn nicht jetzt. Lass bitte diesen Trip hier nicht umsonst gewesen sein. Aber Gladio hat jetzt irgendwie auch Spaß, gegen eine Wand zu laufen. Pass auf, dass du nicht da durchglitschst, mein lieber Freund. Das kann immer schnell passieren bei Aufzügen. Okay, was zur Hölle ist das? Huch, wo hat mich das jetzt hingebracht? Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. Ich glaube eher, dass das mich ärgern sollte, dass ich jetzt so zurückgedingst worden bin, teleportiert. Oder? Hä? Das ist der Ausgang? Sag mir nicht, wir sind jetzt am Ausgang. Ach so, und da können wir uns wieder rein teleportieren. Oder wie ist das? Fragezeichen. Was? Was war das? Ja, voll hell! Wir sind draußen? Was hat das zu bedeuten? Frag mich was Leichteres. Ich glaube, wir gehen einfach im nächsten Part nochmal diesen ganzen hier auf den Grund. Ich habe gerade irgendwie absolut keinen Plan. Ich denke mir, wir können uns gleich einfach wieder runter teleportieren und dann sind wir auch schon fast fertig. Also Leute, wir machen das jetzt eben beim nächsten Mal. Naja, das reicht jetzt erstmal für dieses Mal. Ich bin jetzt einfach mega verwirrt und finde einfach die Steuerung heute richtig strange. Also heute passieren richtig komische Dinge einfach. Ich weiß auch nicht, Sachen, die aber nicht passieren sollten. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 15 mit dem Chartox. Ciao, ciao.